Einen schönen guten Tag, liebe Aliens. Wie geht's euch? Ich hoffe doch mal hervorragend. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play und eine Lücke, die ich endlich mal schließen wollte. Das schon jetzt 14 Jahre später. Wir spielen Alien Isolation. Das wollte ich schon seit Ewigkeiten mal durchspielen. Ich hab's, glaub, zwei, dreimal angefangen, aber nie zu Ende gebracht. Das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an diesem Frustfaktor wegen der KI des Aliens und dass es mich immer wieder gekascht hat. Aber diesmal bin ich Hardcore und ziehe das mit euch durch. Wir werden uns auch noch die DLCs, die es zu diesem Spiel gab, ansehen, denn die sollen auch super interessant sein. Aber ich schweife nicht ab und konzentrieren uns lieber mal. Ich werde mal kurz einen Blick in die Optionen wagen, bevor wir dann starten, und dann würde ich sagen, geht's gleich los. Okay, dann starten wir mal ein neues Spiel. Alien Isolation, genau, das ist das Hauptspiel, da steht es auch schon. Hauptkampagne spielen. Wir gucken uns danach, wie gesagt, noch die DLCs an. Hier einmal Besatzung ersetzbar, letzte Überlebende. Und Überlebensmodus ist halt so ein zusätzliches Ding, das kann man spielen, hat aber keinen wirklichen Storyplot. Also das ist halt mehr so Zeitvertreib. Aber wir fangen erstmal mit Alien Isolation an und gucken uns dann noch, wie gesagt, auch noch die DLCs an, okay? Alles klar, let's go. Kann, wie gesagt, das Spiel fortsetzen gehen. Das ist nochmal ein alter Spielstand, aber wir starten ein neues Spiel. Ich würde sagen, wir lassen es mal auf Mittel. Leicht, weiß ich nicht, könnte ich theoretisch auch machen oder auf Anfänger. Da ist es Alien, glaube ich, super zahm, was das angeht. Aber ich will so einen guten Mix haben aus Herausforderung und ein bisschen Grusel. Deswegen, ich glaube, mittlerer Schwierigkeitsgrad ist vollkommen in Ordnung. Und wir legen los. Kann man natürlich noch einstellen. Ja, das passt. Eingabe bestätigen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist,
Als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, jetzt können wir uns endlich bewegen und damit willkommen auf der Torrens. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wir sind Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley. Wir melden uns erstmal an. Wir sind da. Genau. Für die zeitliche Einordnung, Alien Isolation spielt von der Geschichte her zwischen Alien und Aliens. Und das sind quasi 15 Jahre dazwischen. Und in diesem Zeitraum spielen wir jetzt. Wir sind die Tochter von Ellen Ripley, von der man auch in dem Film Aliens erfährt. Man erfährt, dass sie tot ist. Weil sie, ich glaube, schlagt mich da nicht, also nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, in Aliens wird Ellen Ripley gesagt, nachdem sie aus dem Schiff gerettet wurde, dass, glaube ich, 70 Jahre vergangen sind. Also, dass sie 70 Jahre in Kälteschlaf war. Und ja. Dass sie von ihrer Tochter erfährt. Und dass man, also man sieht ein Bild von ihrer Tochter. Und sie ist halt, ja, alt. Ich weiß gar nicht, wie alt sie war, als sie gestorben ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie großartig erwähnt wird. Und naja. Wir spielen aber jetzt die junge Amanda Ripley. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, der Plot ist, dass wir einen Flugschreiber suchen sollen, der zu Nostromo gehört, also dem Schiff, auf dem Ellen Ripley zuletzt gesehen wurde bzw. gearbeitet hat. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch etwas verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Dane. Genau, ich wollte euch nur ein paar kurze Hintergrundinfos geben zum Spiel, damit ihr ungefähr wisst, ja, wo wir uns zeitlich bewegen. Die Dinger kann man looten. Was ist das denn interessant? Wissen was weiß ich noch. Alles, was wir mitnehmen können, werden wir brauchen, um zu überleben. Ich habe bis zu einem gewissen Grad gespielt, aber, ja, wie gesagt... Wie weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und durchgespielt habe ich es ja nicht. Also ich weiß nicht, wie das Spiel zu Ende geht. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Lasst das gerne sein, weil ich will selber herausfinden, was der Case dieses Spiels ist. Wie kann man angezogen duschen gehen? Also eigentlich zieht man sich vorher aus, aber naja. Wie dem auch sei. So, ungezogen sind wir. Wir gehen zurück. Das Geile ist halt, das Schiff... hat einen ähnlichen Aufbau wie das Schiff, auf dem Ellen Ripley war, nämlich die Nostromo. Und keiner weiß so wirklich, was natürlich auf der Nostromo passiert ist. Das Ganze wird ja auch von Weyland Yutani geheim gehalten.
Ja, aber wer die Alien-Filme gesehen hat, weiß, was Phase ist. Also, ich denke mal, der kann dann auch eins und eins zusammenzählen. Naja, und wie das Alien auf die Sevastopol-Station gelangt ist, das ist die eigentliche Frage. Weil zu dem Zeitpunkt, als... Kurzer Einschub. Zu dem Zeitpunkt, als Alien rauskam, gab es nur ein einziges Alien. Es ging einfach nur um einen Killer, einen Jäger. Und in Aliens sind es ja mehrere. Weil man hat die Alien Queen und dann hat man natürlich auch die auf dem Planeten, wo sie halt vorher das Raumschiff gefunden hatten, mit den Eiern und dem Alien. Auf diesem Planeten LCV, klar, ich kenne die genaue Bezeichnung leider nicht mehr auswendig, ich wusste sie mal. Und Samuels, naja, sind sie früher da haben die dann versucht, das Ganze zu kolonialisieren und das ist alles schief gegangen. Die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Okay, mit Simmons haben wir gequatscht. Genau. Diesen Raum gab es auch, wie gesagt, auf der Nostromo. Da wurde ja einer festgeschnallt von der Crew und aus dem kam das Alien quasi raus, der Chestburst. Das erste Mal, dass man einen Chestburst gesehen hat. Wurde ja dann später so ein bisschen zum Markenzeichen der Reihe. Natürlich, wenn die Aliens sich fortpflanzen, das funktioniert über die Facehugger. Die Facehugger sind quasi die Evolutionsstufe 1 und dann wird das Ei im Wirt abgelegt. Das kann halt durch den Menschen reifen. Ja, und das muss sich durch die Brust durchkämpfen. Und dann haben wir das junge Alien, bis es dann zu einem reifen Xenomorph wird. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ja, haben wir. Sprechen Sie mit Taylor, Ziel abgeschlossen. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Ja, dann wollen wir mal. Alle warten auf Samuels. Zeit. Ja, er hat auch den längsten Weg. Ja, da kommt er, glaube ich. Jo. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut. Packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Alles klar. Gemacht. Ich finde das halt so geil, dass man sieht den Film Alien und dann in Alien Isolation bist du wirklich in quasi dem Schiff. Nur, wie gesagt, dass es nicht selbst die Nostromo ist, aber der Aufbau ist ja exakt der gleiche. Das ist einfach so geil. Und ich muss sagen, selbst nach 14 Jahren sieht das Spiel immer noch verdammt gut aus. Auch sieht dieser Look, den haben die so geil nachempfunden. Dass es sich wirklich anfühlt wie damals. Also,
wie der Film halt aussah, ne? Auch die Sounds und alles, also das finde ich sehr gut, wenn es Entwickler machen, sich an der Vorlage zu orientieren. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist hier passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Taylor. Einfach weiter! Ripley, Moment! Das war ein etwas holpriger Einstieg. Holy shit. Okay, wir sind angekommen auf der Sevastopol. Auch wie die Anzüge aussehen, das ist fantastisch. Genau die gleichen Anzüge hatten sie ja auch. Also, ich glaube zumindest. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die gelb waren. Aber sie sahen ähnlich aus, als sie mit diesen Anzügen in das Raumschiff gegangen sind. Oder das waren diese weißen hier. Um das zu untersuchen, wo dann die Eier waren. Dann hat alles seinen Lauf genommen. Der Albtraum begann. In Aktivierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Na, dann speichern wir einfach mal. Ist ja kein Verbrechen. So. Zack, Emergency. Hilfe! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Hier ist ein Alien. Irgendwo.
Aber noch weiß es am Ende ja nicht. Die weiß ja noch gar nicht, was es ist. Ich meine, das wussten die anderen Mitglieder der Nostromo auch nicht. So. Da geht der Strom einfach aus. Hä? Ah, da liegt was. Ich hab irgendwas leuchten sehen, ich wusste nicht ganz genau, was es ist. Ich hab's nur aus dem Augenwinkel eben gesehen. Na gut. Ist sonst noch irgendwas? Ich glaub nicht. Objekte werden halt immer durch so ein gelbes Leuchten hervorgehoben, die blinken dann so. Daran erkennt man, ob man Items einsammeln kann oder halt nicht. Verdammt. Hier wieder die Lüftungsschacht, ich glaube, das ist sicher. Ja, und ich gehe mal stark davon aus, dass wir diese Lüftungsschächte-Sequenz hier öfter sehen werden. Das heißt Sequenz, aber dass wir hier durch müssen, weil wir müssen uns natürlich auch vor nicht nur dem Alien, sondern auch vor anderen Gefahren hier auf der Sevastopol verstecken. Unter anderem Androiden und Menschen, die uns ans Leder wollen. Denn alles und jeder versucht uns hier umzubringen. Dieses Spiel ist kein Actionspiel, sondern ein Survival-Spiel. Beziehungsweise eigentlich geht es schon mehr so Richtung Survival-Horror. Ordner fehlerhaft. Beigeben. Im Maschinenraum. Antwort. Stilllegung. Also Jungs und Mädels. Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen. Wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Chief. Gott. Ja, man kann runterscrollen, aber ist echt sau langsam. Gut, sonst ist nichts mehr hier. Alles klar. So, jetzt hier rüber. Au. Shit. So unfassbar, dass dieses Spiel schon 14 Jahre alt ist. Flucht nochmal. Zeit vergeht einfach. Wo ist die Zeit das hin? Das wird helfen. So gefühlt kam es erst irgendwie raus vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren. Aber nein, es sind fucking 14. Crouching. So. Die Leuchtfackel brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist ja hell genug. Aber wir werden sie uns auf jeden Fall noch zunutze machen, zu einem späteren Zeitpunkt, denke ich mal. Ja, es gibt ja verschiedene Items und Gadgets. Ah, warte mal, laufe nochmal kurz zurück. Es gibt ja verschiedene Items und Gadgets. Ich weiß nicht, wie gesagt, was es alles gibt. Ich weiß auch, dass es Waffen gibt in diesem Spiel. Jedoch ist Munition absolut Mangelware und hat überhaupt keinen Sinn gegen das Alien. Wir können das Alien nicht töten. Ich hab's. Komm ich doch her. Idiot, sorry. Oder? War das so? Nee, ist was versteckt. Naja. Was ich sagen wollte, ist, wir können das Alien nicht töten. Es macht keinen Sinn. Deswegen Munition können wir einsetzen gegen menschliche Gegner, also können wir definitiv töten. Und dann natürlich gegen Androidos. Gegen Androiden. Und das ist, glaube ich, die sinnvollste Methode, wie wir Munition einer Waffe einsetzen. Weil ich weiß noch, ich hatte einen Revolver. Aber hatte noch nicht wirklich eine Gelegenheit, ihn abzufeuern. Ich habe es mal an einem menschlichen Gegner getestet, der war dann tot. Ziel mit der Waffe ist auch so ein bisschen,
Man merkt, Amanda kann nicht mit einer Waffe umgehen. Also das Zielen ist halt echt nicht so geil. Und das Spiel hat auch keinen wirklichen Fokus auf, wie soll ich es nennen, Waffen. Es gibt Waffen, wie gesagt, aber macht halt gegen das Alien nicht so wirklich viel Sinn. Und jedes Mal, wenn uns das Alien kriegt, ist es halt ein Insta-Kill. Also wir sind halt direkt tot. Wir können uns nicht gegen das Alien wehren. Ist da wer? Deswegen ist das Alien ja auch die größte Bedrohung, was ja auch Sinn macht. Denn der Xenomorph ist halt auch sehr gewitzt. Und das ist ja das eigentliche Feature oder beziehungsweise das Kaufargument gewesen, dass die KI nicht so vorgelegten Faden folgt, wie es halt bei Gegnern oder auch NPCs üblich ist, sondern dass es halt jedes Mal eine andere Route nimmt. Also es ist unberechenbar. Man weiß nie, wo es auftauchen wird. Und das macht das Ganze so ein bisschen schwieriger zu überleben. Steigert natürlich aber auch so ein bisschen den Nervenkitzel. Deswegen finde ich die Idee total geil. Halt ein Survival-Spiel zu machen mit einer Alien-Lizenz. War super. Sebastolink. Unsere Sachen umgelagert. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen lassen, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in den Lagerräumen versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Schreib mir den mal auf einfach. Genau. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Wir sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Oh nein. War noch nicht fertig. Sorry. Q gedrückt, weil ich zurück wollte, aber das war nicht notwendig. So. Auf Wiedersehen von Saxon. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Saxon Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre an Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Saxon dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankten nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Saxon Apollo Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind Menschen. Saxon Corporation. Harris? Turner? Kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Ich habe noch eine Nachricht gehört von Marshall Waits. Ada Wait. Ich gehe mal drunter, nicht dass ich einen Stromschlag kriege. Werde passieren bei diesem losen Kabel. Warte nicht. So, lag hier noch irgendwas? Was zum Mitnehmen? Nee. Ah, hier. Zack, zack. Hauptplan gesammelt. Wir können dann ein Medikit herstellen. Machen wir das einfach mal. Gerät gebastelt. Genau, mit Q haben wir dann quasi so eine Art Wheel, wo wir dann verschiedene Sachen ausrüsten können. Entweder die Leuchtfackel, ein Medikit, was auch immer. Und dann hat sie das Ganze hier in der Hand. Was zur Hölle ist hier passiert? Wenn man nochmal auf die Fackel drückt, steckt sie weg. Nee, tut sie nicht. Egal, haben wir halt eine Fackel in der Hand, ist auch okay. Was ist hier passiert, hat sie gefragt. Ja, ist eine gute Frage. Wir wissen das nicht. Das gilt es ja herauszufinden. Idikon. Geht nicht. Ionenschneider benötigt. Wir verschlossen. Wo?
Ist das der Saturn oder der Mars? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber der Saturn hat ja einen Ring. Könnte der Mars sein? Oder nicht? So, ja. Maybe. Bin ich sicher. Es könnte aber auch irgendein anderer Planet in einer anderen Galaxie sein, wer weiß. Ich meine, Alien ist schon Science-Fiction bzw. Sci-Fi-Horror. Aber, ja. Ist mehr schon an unsere Realität ein bisschen angesiedelt. Und ist nicht so, wie soll ich sagen, ja, dass alles so ein bisschen zu fremdartig wirkt. Und irgendwie Millionen von Lichtjahren weg oder was weiß ich alles. Also Star Wars-mäßig halt. Also wir haben hier nicht irgendwelche unterschiedlichen außerirdischen Völker oder sonst. Na, hier fliegt die Torrens gerade vorbei und jetzt schließen sich hier die Schotten. Verdammt! Wie gesagt, den Anfang weiß ich noch ganz grob. Aber er nagelt mich da nicht irgendwie drauf fest, also hundertprozentig weiß ich auch nicht mehr alles. Strom ist weg. Und ich weiß auch noch, dass Alien kommt erst relativ spät. Also momentan haben wir noch Schonfrist. Bevor das große Abschlachten beginnt. Dann werde ich wahrscheinlich fluchen ohne Ende. Weil meine letzte Erinnerung daran war, dass ich echt richtig hart angepisst war. Weil es manchmal halt einfach so penetrant hinter mir herlief und ich mir so dachte, ey, jetzt verpiss dich doch mal endlich. Und dann habe ich mich in so Schränken oder ich glaube in irgendwelchen Kammern versteckt und dann wusste es ganz genau, wo ich war. Das lag halt eher daran, dass das Alien so gemerkt hat, okay, ich habe mich ein paar Mal schon da versteckt. Ja, guck am besten mal nach. Ja, toll. Ja, aber wie gesagt, wir ziehen durch. Wir spielen definitiv das Spiel komplett zu Ende. Und dann halt noch die DLCs will ich mir unbedingt angucken. Ich habe damals das komplette Ding gekauft mit, also das Hauptspiel plus alle DLCs, dann halt Sale. Dann habe ich es mal irgendwann angefangen, so, yeah, voll Bock drauf, Alien Isolation, woo! Und dann, weiß ich nicht, irgendwie ist es ziemlich frustrierend gerade. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner noch nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Reimbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen neuen Job erhoffen. Sie hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende, Harper. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Kolonien Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Saxon Kiwi-Androiden auf Sevastopol überwachen und ihnen beratend beisteht. Außerdem bewacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Saxon, morgen gemeinsam. Äußerst interessant. Herr Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißt Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Wollt ihr noch ausreden lassen, bevor ich speichere? Ja. Alright. So, wir klettern noch hier durch. Zack.
glaube, ein Remaster von diesem Spiel würde heutzutage sich, glaube ich, auch noch gut verkaufen, ganz ehrlich. Einfach so ein paar neuere Grafikfeatures anbieten, Raytracing und so weiter, DLSS, blablabla. Und das Ganze richtig geil, hochauflösende Texturen und alles, ne? Ich glaube, das wäre fantastisch. Ich meine, ich spiele es ja in 4K, aber ja, man merkt halt schon, dass das Spiel so ein bisschen in die Jahre gekommen ist an gewissen Stellen. Aber man muss trotzdem sagen, die Lichtstimmung hier, ne? Das Ganze hier beleuchtet ist, das sieht fantastisch aus. Das ist der Wahnsinn. Benutzen. Weg mit dir, kleiner Roboter. Yeah. So. Mit meiner Fackel hier kann mir niemand was. Manchmal ist die Steuerung auch ein bisschen merkwürdig. Das liegt einfach daran, dass wieder so Sachen wie, ja, ich knie mich hin bzw. crouche auf C statt auf Steuerung. Und da gibt es wiederum viele, bei denen crouchst du halt mit Steuerung. Das ist also, warum gibt es da nicht irgendwie so eine Art, ich würde es mal nennen, Vereinheitlichung der Steuerung für gewisse Arten von Spielen? Zum Beispiel das Springen, wenn man einen Controller spielt, immer auf der A-Knopf ist, oder wenn man mit Maus und Tastatur spielt, dann zum Beispiel auf der Leertaste oder sowas. Fände ich irgendwie ganz geil, weil da muss man sich nicht irgendwie jedes Mal die Steuerung neu beibringen, sondern kann einfach sagen, ja okay, ich habe die Steuerung drin, passt. Ist gelernt, gelernt ist gelernt. Alles klar. Gut, liebe Freunde, aber wir sind schon gleich bei 40 Minuten, also wir nähern uns der 40-Minuten-Marke. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode, beziehungsweise der ersten Episode von Alien Isolation. Falls ihr Bock auf Koop-Action habt im Alien-Universum, dann schaut doch mal gerne bei mir vorbei. Ich habe unter anderem mit Miraclick und noch anderen Leuten Aliens Fireteam Elite gespielt. Macht auch super viel Spaß. Und ja, ist auch ein sehr geiles Koop-Action-Geballer im Alien-Universum. Also, falls ihr da nochmal was zu sehen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Alien Isolation. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.